Der Ärger und das Unheil treffen dich, weil du unter einer der folgenden drei Kategorien fällst. Erstens, sie treffen dich, weil du Allah trotzt, weil du ungläubig bist, weil du Allahs Gesetze, Gebote, Verbote nicht befolgst, als Bestrafung Allahs. Allah bestraft manche Menschen bereits in diesem Leben und manche in diesem und im nächsten Leben und manche nur im nächsten Leben. Es bedeutet nicht, nur weil du ein schlechtes Verhalten an den Tag legst, also ein extrem schlechtes Verhalten, weil du zum Beispiel ein Unterdrücker bist, ein schlechter Mensch bist, dass Allah dich auch unbedingt in diesem Leben dafür bestrafen muss. Allah bestraft diejenigen, die er will, sofort und diejenigen, die er will, erst im Jenseits. Der zweite Grund, warum dich der Ärger und das Unheil treffen, ist als Buße für unsere Sünden. Das bedeutet, als gläubiger Muslime oder als gläubige Muslima machst du Fehler. Ich mache Fehler. Wir alle machen Fehler. Das gehört irgendwo zum Menschsein dazu. Manchmal machen wir das aus Versehen. Wir können es nicht vermeiden. Manchmal denken wir daran und zeigen Reue und manchmal denken wir nicht darüber nach und begehen einfach Fehler. Dann lässt uns Allah ein Unheil zugutekommen, ich sage extra zugutekommen, oder ein Ärger zugutekommen, weil er uns damit unsere Sünden vergibt auf dieser Welt schon. Damit lässt er uns als reine Seelen zu ihm im Jenseits erscheinen und belohnt uns dann dafür mit dem Paradies, weil er uns durch eine Krankheit, durch einen Autounfall, durch verschiedene andere Dinge, die du als Unheil empfindest, weil er dich damit auf dieser Welt bereits gereinigt und geläutert hat, als Buße für dich. Der dritte Grund, warum dich das Unheil oder der Ärger treffen könnte, ist, weil Allah dich um Rangstufen erhöhen will. Das trifft auf die Gottesfürchtigen zu, auf die Muttaqin, weil sie beten Allah an, sie suchen Zuflucht bei Allah, sie sind ehrfürchtig, sie sind gottesfürchtig, sie machen alle Taten, die Fard sind, sie versuchen an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam festzuhalten und nach seinem Vorbild zu leben. Diesen Menschen lässt Allah ein Unheil zukommen, um sie um Rangstufen auf dieser Welt und im Jenseits zu erhöhen. So können wir zum Beispiel unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam als Beispiel dafür nehmen. Er hat alle seine Kinder während seiner Lebzeit beerdigen müssen, außer Fatimatu Zahra. Das ist eine schwierige Prüfung für einen Vater. Eine der schwierigsten Prüfungen überhaupt, deine eigenen Kinder bei deiner Lebzeit beerdigen zu müssen. Das hat Allah Azza wa Jalla nicht gemacht, um seinen Propheten zu bestrafen. Das hat Allah nicht gemacht, um ihm damit Leid zuzufügen oder ihm Schmerz zuzufügen. Er hat dies gemacht, weil er die Propheten auf die schwierigste Art und Weise prüft und sie dafür aber um Rangstufen erhöht und sie die wertvollsten Menschen bei Allah unter allen Menschen sind. Jetzt ist die Frage, zu welcher dieser Kategorien gehörst du oder ich? Zu welcher dieser Kategorien gehören wir? Wenn du zu der ersten Kategorie gehörst, die Allah mit dem Unheil und dem Ärger bestrafen will, dann müsste es so ungefähr aussehen. Du bist ein Unterdrücker, du bist ein schlechter Mensch und dieses ganze Unheil trifft dich und du sagst dann, wieso erwischt es mich immer? Immer habe ich diese Probleme und es stärkt einfach nur noch deinen Zorn, es erhöht deine Wut und es sorgt nur dafür, dass du immer noch schlechter und noch schlechter bist. Dann weißt du, das ist ein wahrhaftiges Unheil, was dich da erwischt hat und Allah straft dich damit bereits in diesem Leben. Möge Allah uns vor dieser Kategorie schützen, inshallah. Wenn du zu der zweiten Kategorie gehörst, dann sollte es wie folgt aussehen. Du machst etwas, sagen wir mal, du fährst mit deinem Auto an die Arbeit, du bekommst einen Platten, du steigst sofort aus und denkst dir, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Von Allah sind wir gekommen und zu Allah werden wir zurückkehren. Und du denkst dir, das ist sicherlich passiert, weil ich habe etwas Schlechtes gemacht. Ja Rabbi, das ist sicherlich meine Schuld. Verzeihe mir. Sei barmherzig mit mir. Du suchst sofort Zuflucht bei Allah und dieses Unheil sorgt dafür, dass du wieder zurück zu Allah findest und dass deine Anbetung, deine Nähe zu Allah gefestigt wird. Wenn du zu der dritten Kategorie gehörst, zu den Gottesfürchtigen, zu denen, die Allah um Rangstufen erhöht, dann wird dieses Unheil dich niemals aus der Bahn wirfen. Es wird deine Geduld nicht überstrapazieren.
Es wird deine Gottesfurcht nicht abändern. Du wirst sagen, Ahlan wa sahlan. Das Unheil ist von Allah gekommen. Es ist herzlich willkommen. Nichts an dir wird sich verändern, außer deine Gottesfurcht wird steigen und die Nähe, die du hast, deine Bindung zu Allah, wird noch gefestigter und noch gestärkter.